Willkommen zurück wieder. Heute geht es schon wieder um ein Päckchen. Ich habe heute schon wieder eins bekommen. Ja. Darf ich vorstellen? Leo im Hintergrund. Ist eine Pflegekatze von mir, also ist nicht meine. Die Besitzer sind nur in Urlaub und ich habe das Vergnügen, auf dem kleinen Kater aufzupassen. Ja. Ist ein richtiger Rabauke also. Meine Hände haben schon einiges abgekriegt, wie man sehen kann. Aber echt süß, also lohnt sich auf jeden Fall. Gut, und zwar habe ich ein Tauschpäckchen mit der Isa gemacht. Also wir haben uns ein Limit gesetzt von 10 Euro, dass wir so ein Päckchen erstellen mit Produkten insgesamt von 10 Euro. Und von der Isa ist es heute angekommen. Ihren Channel werde ich auch mal in die Infobox rein verlinken. Und dann zeige ich euch einfach mal das Päckchen. Das ist so ein riesiges Päckchen gekommen mit Zeitungspapier drin. Das ist aber schon draußen. Ja, und dann halt so Sachen da drin. Also, ich würde mal sagen, ich fange einfach mal mit dem Brief an. Also, hier steht, Hallöchen, liebe Eva, ich hoffe, dir gefällt das Päckchen. Ich habe mich echt gefreut, so schnell jemanden gefunden zu haben, der auch so Beauty-verrückt ist wie ich. Ja, ich bin auch Beauty-verrückt. Das hast du gut erkannt. Okay, und auch Lust hat, so ein Tauschpäckchen zu machen. Ich hoffe auch, dass dir die Sachen gefallen und mir hoffentlich auch und dass wir auch nach der Auktion weiterschreiben. Liebe Grüße, Isa. Okay. Hat die voll süß gemacht mit so. Mit so kleinen so Schüchen, Nagellack dran. Hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Echt süß. Und Isa, ich muss sagen, du hast eine wirklich schöne Schrift. Also meine, glaube ich, total krickelig. Ich habe noch nie so gern geschrieben. So, ich fange schon mal an mit dem ersten Produkt. Ein Essence-Lidschatten. Die Nummer 35, Party All Night, Metallic Effekt. Aber der ist nicht heile angekommen. Ich zeig's euch mal. Ihr könnt schon sehen. In ganz, ganz vielen Stücken. So. Mein Lidschatten ist Lidschatten. Ich versuche ihn vielleicht irgendwie neu zu pressen oder so. Ich schau mal, was ich da machen kann. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Die mir auf jeden Fall gefällt. So, und dann habe ich ein Kiko Nagellack bekommen. Und zwar in so einem sehr, sehr schönen Blau. Die Farbe heißt, wenn ich die auf Anhieb finde, wo steht das denn? Ist die Nummer, ich denke mal, also auf jeden Fall die Nummer 267. Hat wohl keinen Namen, die Farbe, aber egal. So, und dann habe ich noch einen Nagellack bekommen. Einmal so ein Schlammton, so ein Braun-Grau würde ich sagen, mit Silber. Das ist auch die Farbe 96G, steht da nur. Also auch eine sehr schöne Farbe, habe ich auch noch gar nicht als Nagellack. Und vor allen Dingen so ein Blau habe ich auch nicht. Ich habe hier so ein Blau habe ich, aber das ist was ganz anderes. Wunderschön wirklich, also gefällt mir. Ich werde ihn bald auch mal drauf tun. Also, dann kommen wir zum nächsten. Badeperlen. Echt süß. Ich habe zwar keine Badewanne, aber das ist nicht schlimm. Zwei Etagen drüber wohnt meine Mutter, die hat eine Badewanne. Und ich habe so lange nicht mehr gebadet. Ich glaube, das ist jetzt mal ein Grund, endlich die Badewanne freizuräumen. Mache ich bald, ja. So, und dann mal die Sachen eben raus. Einmal so eine Maske von Rival de Loup. Grüne Apfelmaske. Wird bestimmt auch sehr lecker riechen. Vielleicht mache ich die heute schon drauf. Wird meine Haut auch mal gut tun. Von dem ganzen Make-up, was ich immer drauf habe. Ne? Weiß gar keiner. So, und dann habe ich einmal eine Pflegespülung von Head & Shoulders. Eine Anti-Schuppen-Pflegespülung. Ich habe zwar eigentlich keine Schuppen, aber wenn ich mal welche habe, werde ich die benutzen. Und wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, einmal der Gel-Eyeliner-Brush von Essence. Der sieht so aus. Ich kann ihn noch mal eben auspacken.
Den wollte ich mir nämlich sowieso letztens holen. Ich stand davor und habe die ganze Zeit überlegt, holst du den nicht? Und dann dachte ich mir, ach, komm, machst du beim nächsten Mal, du wirst den bestimmt nochmal sehen. Ja, und danke, Isa. Du hast ihn mir ins Tauschblech hingelegt, als hättest du meine Gedanken gelesen. Ja, so. Da knabbert mir gerade jemand an den Füßen. Na, okay. Also, der sieht so aus, mit so einem blauen Applikator dran und Findelchen. Auf jeden Fall sehr schön, der ist so schön weich und etwas härter. Nicht ganz zu weich, weil das ist auch nicht schön jetzt als Pinsel für so einen Gel-Aligner. Okay, das war's auch schon. Ja, also auf jeden Fall sehr schöne Sachen drin, vor allen Dingen die Nagellacke. Sehr schön und das hier und der schöne Lidschatten, der kaputt gegangen ist. Aber Isa, da kannst du nichts für, das ist manchmal beim Päckchen, da passiert sowas. Ich hoffe wirklich, dass meine Sachen alle heile ankommen. Wäre schade, wenn nicht, aber naja, also ich habe es auf jeden Fall versucht, gut einzupacken, irgendwie auszustopfen. Wirst du auch sehen, wenn du es auspackst, du denkst, oh mein Gott, was hat die da gemacht? Aber ich habe mir Mühe gegeben. Okay, also. Ja, das war's dann mit dem Riesenpäckchen. Ja, kurz zum Anhang noch. Ich habe mir heute eine neue PC-Maus gekauft. Mädels, also alle, die jetzt auf rosa und strass stehen wie ich. Total geil. Schaut euch die mal an. Die leuchtet auch so. Die ist so durchsichtig. Und dann leuchtet die. Die fängt auf einmal an, hier so pink zu leuchten. Und oben leuchtet die so blau. Mit so einem Rollding dran. Das brauche ich nicht unbedingt. Das finde ich viel einfacher, wenn sowas dran ist. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Strasssteine halten. Ich hoffe. Die habe ich nämlich aus Saturn für 14,99 Euro geholt. Die war in so einem Päckchen drin. Die ist von Satsuma, heißt das. Diamond Mouse. Ja. Ist aber mit Kabel. Ich finde ohne Kabel besser, aber naja. Ist nicht schlimm. Ich fand sie so stylisch, dass ich auf eine kabellose verzichtet habe. Typisch halt. Hauptsache Strass und Bling Bling. Muss sein. Ja, wer ist denn da? Jetzt geht hier mein Schminkkoffer. Naja, kann sie ja nichts machen. Die verwüstet mir schon eh die ganze Wohnung. Verrückte Katze ist da. Da ist der kleine Frechdachs. Ist der nicht süß? Hat noch ein bisschen die Augen verklebt von dem Katzenschnuppen. Der war ganz, ganz krank, aber den hat man wieder zurechtgepäppelt. Ist ein ganz, ganz aktiver, verspielter Kater, total süß. Lässt mich nachts nicht schlafen, aber das kann ich auch in Kauf nehmen. Er ist so süß. Ich muss ihn in 12 Tagen wieder abgeben. Ich will gar nicht. Ne? So, dann sagen wir mal Tschüssi. Y'a pas problème, Khaled Magic System, ça c'est une son qu'on aime. Partout c'est la même, fatigué c'est le thème. Même pas fatigué, ce soir il faut danser. On va tout monter. Khaled Magic System, non, y'a pas de haine. La main dans